Wir machen leider im Moment sehr viel Krisenkommunikation über den Wald. Ne? Wir haben Klimawandel, wir haben den Borkenkäfer, wir hatten den großen Waldbrand in der Sächsischen Schweiz. Da muss man natürlich auch anders kommunizieren, als man das vielleicht noch vor 20 Jahren machen konnte, als man zeigen könnte, hey, guck mal, wie schön unser Wald ist. Und deswegen hoffen wir, dass wir eben gerade mit dem, was wir jetzt forschungstechnisch machen, auch wirklich noch mehr Leute raus in den Wald kriegen. Dass man nicht immer nur drüber redet, sondern dass man auch gemeinsam was erschafft. Das ist so, ja, unsere Vision eigentlich, ne? Hallo, guten Morgen. Herzlich willkommen hier in Tharandt am Stückertbau. Mein Name ist Sandra Lieberl und ich arbeite hier an der Professur für Forstpolitik und forstliche Ressourcenökonomie. Wollt ihr reinkommen? Es ist kalt draußen. Sehr gerne. Hallo. Herzlich willkommen in unserem Büro. Und das ist meine Kollegin, die Josie. Wie sieht denn dein Arbeitstag heute aus? Was steht heute bei dir an? Also es ist Montag. Das heißt, montags morgens E-Mails checken, gehört leider irgendwie dazu. Dann werden Josie und ich einen kleinen Showfix machen. Mal schauen, was alles anliegt die Woche. Und dann ja, werden wir heute Nachmittag noch ein bisschen vorbereiten. Wir wollen ja heute Nachmittag noch raus mit den Studenten zusammen. Ja, super. Können wir die letzten Sachen besprechen und dann fahren wir gemeinsam zur Fläche. Ciao. Das war nämlich der Friedrich Findeisen von der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald. Die wird uns heute Nachmittag auch begleiten. Das sind nämlich diejenigen, die die ganzen Spaten haben und die das ganze Material haben und die die Pflanzen haben. Das haben wir hier vor Ort nämlich nicht, weil wir sind ja Forscher und das sind die Praktiker. Aber eine coole Baumpflanzaktion funktioniert nur, wenn beide zusammenarbeiten. Die Fläche, wo wir heute hinfahren, ist ungefähr 0,2 Hektar groß. Also relativ klein, aber doch komplett freigelegt. Und teilweise liegt aber das Reisig noch mitten auf der Fläche. Da werden wir heute ein bisschen damit beschäftigt sein, das noch zur Seite zu räumen, damit wir besser pflanzen können. Wir gehen jetzt mal gemeinsam vor zum Kollegen aus dem Team Waldbau, denn der weiß mehr zu der Fläche. Und da brauche ich noch dringend ein paar Infos von ihm, was wir heute Nachmittag für Herausforderungen aus waldbaulicher Sicht haben. Ja, Sandra, worum geht's denn in eurem Forschungsprojekt? Also unser Forschungsprojekt dreht sich um zwei Kernthemen. Wir haben einmal geschädigte Waldflächen, wo wir genauer hinschauen, was sind das für Flächen, wie viele gibt es da und was kann man mit den Flächen aus waldbaulicher Sicht gut machen. Und wir aus dem Team Forstpolitik schauen halt eher so drauf, wie nehmen Menschen diese Flächen wahr und was möchten die eigentlich gerne mit diesen Flächen machen. Also wollen wir überall Natur Natur sein lassen? Soll sich das alles wieder von alleine begrünen? Oder wollen wir wirklich aktiv Bäume pflanzen und wenn ja, welche? Und das zweite große Thema innerhalb des Projekts dreht um Dialog und Partizipation. Also eigentlich, wie binde ich die Bevölkerung dabei ein, die geschädigten Waldflächen irgendwie wieder grün zu kriegen, dass da wieder ein schöner Wald entsteht? Es sind ja aber auch ganz viele Menschen, auch privat, einfach im Wald unterwegs und nehmen wahr, was mit dem Wald auch in den letzten Jahren passiert ist. Wie steht das sozusagen im Verhältnis zu eurem Projekt? Wir haben in den Umfragen, die es bisher gab, geschaut und da kommt ganz, ganz eindeutig raus, die Menschen interessieren sich weitestgehend für den Wald, auch für das Thema Waldschäden und was mit dem Wald in Zukunft passieren soll. Und vor allen Dingen viele, viele Menschen möchten sich auch gerne engagieren. Sie möchten die Förster dabei unterstützen, den Wald wieder grün zu machen und ihn zu pflegen, ihn zu hegen, dass wir wieder einen klimastabilen Wald haben. Aber wir haben nicht so viele Angebote, dass wir diese Menschen tatsächlich alle mit raus in den Wald nehmen können und dort auch fachlich gut betreuen können. Und das ist ja genau der Punkt, wo unser Projekt so ein bisschen ansetzen möchte, indem wir Hilfsmittel und Handlungsempfehlungen entwickeln, wie man solche Veranstaltungen gut und auch ein bisschen zügig umsetzen kann oder planen kann, erhoffen wir uns daraus, dass es in Zukunft deutlich mehr solche Mitmachaktionen im Wald geben wird und mehr Menschen draußen vor Ort was machen können und dann vielleicht auch direkt mit dem Förster sprechen können. Was macht ihr da? Warum macht ihr das? Was ergibt das für einen Sinn? Tharandt ist ja schon sehr alt. Ne? Seit 1811 gibt es uns quasi. Ist doch nicht in der Form, aber uns gab es tatsächlich eher als die TU Dresden.
Jetzt gehen wir mal zu Florian, würde ich sagen, und schauen mal, was er noch für Infos für uns hat für die Fläche heute Nachmittag. Hallo Florian! Hi! Hallo! Ich bin der Florian Kumichel, ich bin hier vom Waldbau. Unser Projektteil beschäftigt sich vor allem mit den Störungsflächen selbst. Wir wollen einfach sehen, was sich durch die Störung auf diesen Flächen verändert hat, inwieweit vor allem auch so Ökosystemleistungen zurückgegangen sind, weggefallen sind. Und mit Blick in die Zukunft, inwieweit wir die vielleicht in mittel- bis kurzfristig teilweise wiederherstellen können. Wir sind heute in der Nähe von Paulsdorf, das heißt hier in dem Waldgebiet. Und dann werden wir dort eine Flächenvorbereitung machen und auch schon ein bisschen pflanzen. Na, wir wissen von der Fläche, dass sie vom Borkenkäfer geschädigt worden ist und dass der Altbestand quasi komplett runtergenommen wurde. Was wir auch wissen, ist, dass drumherum sehr viele alte Bäume sind, die als Samenbäume dienen können. Aber die Flächen an sich sind eigentlich so groß, dass es schon günstig ist zu pflanzen. Und unsere Aufgabe, beziehungsweise auch die Aufgabe des Revierfürstes, ist eben jetzt zu schauen, was habe ich dort für einen Standort und was passt gut hin. Können wir jetzt einfach schon mal vorab schauen, was zum Beispiel vom Boden her da ist und wie die Fläche wasserversorgt ist? Von den dynamischen Klimastufen her haben wir hier mäßig trocken bis mäßig frisch, sommerwarm bis mäßig kühlen Standort, mittlere Nährstoffversorgung, Feuchtezahl 3. Also aus deiner Sicht könnte das doch ein Standort für die Buche sein. Eiche, was willst du eigentlich machen so aus waldbaulicher Sicht? Mäßig trocken bis mäßig frisch könnte Eiche schaffen, schwerer Boden. Buche könnte mit Trockenheit kämpfen an der Stelle. Mal sehen, ob unsere Studierenden heute ähnliche Pläne entwerfen. Die haben jetzt alle schon mal ein bisschen was von Waldbau gehört. Da sind wir sehr, sehr gespannt darauf zu erfahren, was würden die eigentlich aus der Fläche machen. 1, 2, 3, 4. Und das ist so die 5. Aber ich befürchte mir mit Kalt. Ja. In unserem Forschungsprojekt machen wir immer eine Vorab- und eine Nachher-Befragung. Das sind eigentlich so typische Fragen, so was wisst ihr zum Wald, was habt ihr für eine Einstellung zur Waldbewirtschaftung, was wollt ihr eigentlich mit geschädigten Waldflächen gerne machen? Und das Ganze fragen wir natürlich hinterher nochmal, um festzustellen, hat sich durch so eine Baumpflanzaktion eigentlich irgendwas verändert? Für uns sind diese Vorher-Nachher-Befragungen dazu da, um rauszufinden, ob bei den Baumpflanzaktionen da draußen, wo ja auch vorher immer irgendwas erzählt wird, wie pflanze ich den Baum, warum mache ich das, dass wir schauen können, ob die Menschen da draußen wirklich was lernen. Was sind denn so Erkenntnisse, die ihr schon ableiten könnt? Ja, wir haben halt bisher vor allen Dingen die Medienanalysen gemacht und sag mal, da war schon sehr deutlich, dass die Webpräsenzen der staatlichen Forstverwaltungen oft nicht so optimal sind. Dadurch, dass man es einfach wirklich auch mal wissenschaftlich untersucht hat, konnten wir schon einige Forstverwaltungen dazu bewegen, mal eine neue Webpräsenz zu machen. Das sind so Minischritte, die aber hoffentlich in der Praxis dann doch dazu führen, dass auch junge Menschen sich gerne mal wieder auf der Webseite einer Landesforstverwaltung umschauen, um dort Informationen zu suchen. Stellst du fest, dass sich da in den letzten Jahren oder Jahrzehnten was verändert hat, wie über den Wald geredet ja, ist? Ja, da hat sich mega viel verändert. Also erst haben wir ja viel mehr Medien, ne? Thema neue Medien. Und ich würde mal sagen, in den letzten Jahrzehnten hat man wirklich mehr versucht, den Dialog zu finden und nicht nur so zu belehren. Also weg von diesen, hey, wir sind die Experten und wir müssen euch jetzt mal erklären, wie der Wald funktioniert, hin zu, wir wollen wirklich gemeinsam über den Wald reden und wir wollen noch mal als Förster zuhören, was euch eigentlich am Wald wichtig ist. Und vielleicht kriegen wir das hin, den Wald genau so zu gestalten, dass das rauskommt, was ihr eigentlich als Bevölkerung oder Teile davon wollt. Recht herzlich willkommen hier im Waldteil Bölschen. Mein Name ist Lukas Schubert, ich bin Gewalt- und Körperschaftszeitrevierleiter hier im Revier Spechtshausen, Forstbezirk Bernfels. Was passiert jetzt hier auf der Fläche? Was haben die Studierenden für eine Aufgabe? Die sollen sich jetzt genau anschauen, was ist schon da? Was haben wir hier für Standorte?
was ist an Samenmaterial auf der Fläche? Wir sagen dazu Naturverjüngung. Und was könnte ich jetzt damit machen? Also Sie sollen sich auch überlegen, was ist mein waldbauliches Ziel? Welche Baumarten will ich etablieren? Welches Waldbild will ich etablieren? Und dann sollen Sie sich überlegen, wie kommen Sie zu dem Ziel hin? Was müssen Sie vielleicht dazu pflanzen? Was können Sie an Naturverjüngung nutzen? Und welche Baumarten sind überhaupt an den Standort angepasst? Erstmal der erste Impuls von dir war richtig. Woran hast du denn das festgemacht? Rinder. Genau, weil das ist tatsächlich eine Eiche, die genau die Rinder hat wie der Buche. Das ist eine Roteiche. Ja. Vor welchen Herausforderungen steht denn unser Wald, der deutsche Wald aktuell? Also Herausforderung ganz klar Klimawandel. Da wissen wir überhaupt nicht, wo die Reise hingeht. Wir können es ungefähr ausmalen und wir wissen schon auch, welche Baumarten könnten an dieses oder jenes Klima angepasst sein. Aber solange wir nicht wissen, ja, was kommt denn dieses oder dieses Klima, ist es halt schwierig. Und was auch immer ein bisschen eine Herausforderung ist, sind die gesellschaftlichen Ansprüche, die sich durchaus wandeln. Wir haben im letzten Jahrhundert ganz, ganz großen Bedarf an Sägeholz gehabt, das heißt eigentlich Fichte. Und das ist jetzt ein bisschen in den Hintergrund geraten. Jetzt ist Walderholung gerade ein Riesenthema. Die Wälder sollen schön aussehen, es soll möglichst ein bisschen blühen. Der Waldrand soll schön gestaltet sein. Und das muss ich dann draußen irgendwie umsetzen. Ja, deswegen ist es auch so schwierig, dann zu entscheiden, was genau mache ich jetzt hier auf der Fläche. Ich glaube, das beste Konzept, was wir im Moment haben, ist, dass wir wirklich Mischwälder pflanzen, wo wir 4, 5, 6 verschiedene Baumarten drin haben. Und wo wir hoffen, dass wenigstens 3, 4 davon den Klimawandel schaffen, sodass ich zum Schluss immer noch einen schönen gemischten Wald habe. Weil solche Bilder wie hier wollen wir schon gern vermeiden. Was sind das dann für Baumarten, die vielversprechend sind? Naja, eben so Richtung Mittelmeer gucken. Also Baumarten, die im Sommer mit Hitze gut klarkommen, aber im Winter auch Fröste abkönnen und eben auch spätfrosttolerant sind. Auch da wieder, wir haben die letzten Jahre viel Hainbuche gepflanzt und merken jetzt, Moment, die hat auch irgendwie einen Schädling, der jetzt voll zuschlägt. Das ist für uns auch frustrierend, weil wir investieren da viel Zeit, Mühe und ja auch viel Herzblut rein, nur um zum Schluss vielleicht festzustellen, es hat wieder nicht geklappt. Und das ist nicht schön. Also wir haben wirklich hier wirklich alle Möglichkeiten und wir haben ja viele von dieser genannten Baumarten ja schon auf der Fläche gefunden. Und haben da noch dran gedacht, dass man vielleicht noch andere Eichen, also Stiereiche oder Traubeneiche auch. Wie bist du eigentlich zur Forstwissenschaft gekommen? Wahrscheinlich wie viele unserer Studierenden auch. Also so ein Mischmasch aus, ich interessiere mich für den Wald und fand das Fach Biologie auch immer schon super spannend. Und zum anderen haben wir in der Familie ein bisschen Wald. Und als ich dann gesehen habe, boah, man kann Forst studieren, das ist ja cool, dann habe ich mich auch sofort eingeschrieben. Was fasziniert dich an der Forstwissenschaft? Ja, eigentlich fasziniert mich natürlich der Wald an sich, weil das so komplex ist. Am Anfang bin ich schon auch mit einer sehr romantischen Vorstellung an das Studium rangegangen. So, oh, da lernt man ganz viel über die Tiere, die da wohnen und über die Baumarten, die es da gibt. Aber während des Studiums habe ich dann erstmal mitgekriegt, wie komplex das eigentlich ist, wirklich den Wald zu managen und zu bewirtschaften. Also im Sinne von, ich habe wirklich ein Ziel mit dem Wald und muss jetzt darauf hinarbeiten, dass ich dieses Ziel erreichen kann. Also egal, ob das jetzt besonders dicke Bäume sind, die ich irgendwie ernten möchte oder ob das vielleicht ein besonders strukturreicher Wald ist. Aber egal, was ich für ein Ziel habe, ich muss da eigentlich was dafür machen, dass es genau so wird. Und das fand ich voll faszinierend, dass es eigentlich so schwierig ist, weil man stellt sich das eigentlich gar nicht so kompliziert vor. So, Bäume pflanzen, wer hat es schon mal gemacht? Das Erste, was wichtig ist, die Wurzeln, die müssen in den Mineralboden rein. Ihr habt ja jetzt schon gemerkt, hier ist teilweise eine echt hohe Humusauflage drauf. Die muss wirklich weg und erst dann zählt's. Ab dann tiefes Loch machen und die Wurzel muss drin sein, genau, wir sagen mal bis zum Wurzelhals. Also das ist dort, wo es dann zum ersten Mal ein bisschen dünner wird. Das muss alles in den Mineralboden. Das ist echt ganz schön tief, ne? Da muss man ganz schöne Löcher buddeln, das wird hier gar nicht so leicht. So wie ihr den einpflanzt, so muss der die nächsten 100 Jahre wachsen. Also ein bisschen liebevoll da unten in den Pflanzspalt setzen. Wo ich hier schon mal anfange mit Graben. Gerade wenn er noch doch ein steiniger Boden, ne?
Wir sind eine winzig kleine Professur, dadurch natürlich auch in die Lehre mit eingebunden, können dann die neuesten Ergebnisse auch immer gleich an die Studierenden weitergeben, so wie heute eben auch. Also ich mag es halt nicht, Forschung nur für die Schublade zu machen. Ich will, dass da hinterher was rauskommt bei. Dass draußen was bewegt, dass draußen was ändert. Eine Handlungsempfehlung dafür, dass ich sie in die Schreibtischschublade lege, ist, das ist nicht mein Anspruch. Ja, bei uns werden jetzt hier noch die letzten Bäume gepflanzt. Danach geht's zum Bus. Dort werden alle noch mal die zweite Befragungsrunde machen, also unsere Feedback-Befragung. Da bin ich natürlich schon mega gespannt, was dann rauskommt. Vielen Dank, dass ihr heute mit uns unterwegs seid und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder.